Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen. Es ist nachts hier auf der Map, auf der wunderschönen Map von Landwirtschaftsmodder Dorf, einer wunderschönen Welt hier. Ja, man hat gerade ein Bieröffner gehört. Das ist nämlich eine Zeit lang her. Und wir tun jetzt mal ein kleines bisschen vorspulen. Wenn ich wüsste, wo es war. Das war, glaube ich, hier. Düngestufen, genau, maximal Ertrag. Ja, wir machen 3, würde ich sagen. Wir machen schon, wenn es heißt 3, dann machen wir es auch 3. Und machen wir nur 1. Oh, das sehe ich zum ersten Mal. Ne, dann machen wir 1, da können wir nämlich den hier wegfahren. Läuft das doch gleich. F, genau. Da haben wir nämlich eine Aufgabe. Oder auch nicht. Da switchen wir gleich hier auf die Maschine. Wir haben 88.000. Wir könnten, was könnten wir? Also noch ein Feld will ich eigentlich ungern kaufen, weil die, glaube ich, doch schon recht teuer sind. Wenn, dann will ich das gerade Feld, das ist scheiße. Wenn dann zum Beispiel Feld 15. Mal aussteigen und gucken, wie teuer das eigentlich ist. 70.000, auch könnte man sich eigentlich leisten. Oh ne, es ist das Gummifeld. Nein, das will ich nicht. Aber 70.000 müssen wir uns mal hier merken, 70.000 für 63 Hektar. Man muss es da alles ein bisschen vergleichen, solange man das kann. Oder, ja. 69 für 88. Dann machen wir lieber die Mission. Dann machen wir lieber die Mission, weil die nicht mal eine Minute dauert. Also, doch schon über eine Minute, aber... So. So, ankuppeln. Mit einem schönen Fan-Former hier. Lange nicht mehr Fan gefahren. Den Anhänger habe ich auch schon vor kurzem erst wieder gesehen. So, Maschine einsteigen. Gülfass hier. Die Gülle hier habe ich auch vor kurzem gesehen gehabt. Die Güllemaschine. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein kleines Feld, was die macht? Nee, doch, ist größer. Okay, das, das ist doch schon ein bisschen klein. Ich habe gedacht, das macht jetzt ein bisschen größeres Feld. Und nicht nur so ein klein. Das ist eklig. Also nicht die Gülle ist eklig, sondern dass es so ein kleines Feld ist. Dann brauche ich ja doch 2 Minuten oder 3 Minuten. So. Mensch Leute, das ist nicht mehr lang bis zur Gamescom. Ich freue mich so extrem, euch Fans da zu sehen. Wenn ich noch Fans hätte. Ich bin nicht berühmt. Ich weiß auch nicht, ob ich das sein möchte. Ich sag jetzt mal, so Garderobe-Größe. Manche kennen mich, manche kennen mich nicht. Ab und zu mal ein paar Spiele bekommen, wenn man die gut, wenn man es gut erklären kann. Aber mehr würde ich auch nicht wollen, so richtig. Also kein Gronk oder Pete Smith oder sowas. Also geil wäre schon so mal wieder so, also nicht wieder, sondern einfach mal so eine Partystimmung auf die Bühne zu bringen. Das würde mir Spaß machen, ja, aber nicht die Berühmtheit, die will ich überhaupt nicht. Das würde ich verabscheuen. Vielleicht sowas Lockeres wie Tech-Tastisch, der sowas Lockeres macht. Oder Martin Fischer, der macht das ja auch relativ locker. Also relativ, ja, der ist locker. Macht das ja auch, finde ich, alles locker. Hat sich jemand gemerkt, wie viel wir eigentlich jetzt für die, für das Bild, 78 waren es. Und 79. Ja, ich habe wieder was getrunken. Hab nämlich Durst. Ich komme gerade von der Arbeit und morgen habe ich Nachtschicht, Spätschicht. Ach ja. Arbeit macht schon Spaß. Also finde ich persönlich. Ich gehe gerne arbeiten. Da finde ich es mir nicht so langweilig. So. Das Video ist ja jetzt für den 8.6.
also ein kleines bisschen vorproduziert. Heute ist der 24. Aber ich würde mal sagen, dadurch, dass, na obwohl, 2 Wochen habe ich gesagt, produziere ich vor, 2 Videos mache ich öfters oder beziehungsweise immer von Landwirtschaftssimulator. Mindestens vom Landwirtschaftssimulator. Was mir davon ausgeht, dann die Fahrzeuge sauber zu machen. Und das lohnt sich einfach nach einem Part nicht. Versucht die dann sauber zu machen. ETS fahre ich ein bisschen alleine. Da habe ich nämlich jetzt so gutes Geld verdient. Also wenn ihr diesen Part gesehen habt, kommt das noch nicht raus. Da kommt nämlich 36 Part, ETS 36. Ich habe nämlich bis dahin nochmal ein bisschen Single-Bisschen gespielt. Und das bisschen wird ja bald noch aufgewertet durch ein bisschen mehr. Also das heißt, ja, da den Scania fahre ich nächsten Part wahrscheinlich doch schon. Ja, den Scania S ein bisschen sogar aufgemoddet, aufgemoddet nicht, sondern aufgetuned. Ist natürlich auch klar, das wird auch ein Video sein, den zu kaufen, anzugucken und vielleicht eine kleine Strecke zu fahren, mal gucken. So, jetzt muss ich gleich wieder niesen, weil es in der Nase extrem juckt. Au, warum ist das jetzt gerade so gespannt? Ist es, weil ich jetzt Tempomat angemacht habe, der automatisch die Geschwindigkeit geregelt hat, so rum war schnell und dann wie so geslidet so. Mensch, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. So viel Zeit habe ich jetzt auch nie gedacht. Weil wir haben bei 8 Minuten gehabt. Ja, 4 Minuten für das Feld. Ist schon nicht schlecht. Echt jetzt fair. Jetzt, pass auf. Fertig. Ja, ja. Naja, 4000. So, was gucken wir mal. 68, also war das vorhin 69. Kurve mit einem 1455er XL. Wie lange dauert denn das? Ach, da ist... Oh, nee. Nee. Also auf Gruppen habe ich jetzt doch keine Lust mehr. Dinge stufen eine. So, das heißt für maximalen Ertrag, das ist ein kleines bisschen Schieterei. Also richtig würde ich sagen, es ist keine Schieterei. Wir werden nächsten Part, werden wir das Feld oben düngen. Und, boah, aber tut sich das Wäschen nicht, noch nicht rentieren. Das ist scheiße. Für einmal, also nur für das Düngen jetzt. Also der ist schon dreckig geworden, ja. Auftanken tue ich sowieso noch nicht. Das lohnt sich ja erst recht noch nicht. 93.000. Ich würde gerne Kühe oder sowas anfangen, aber wir haben noch nichts nahe an Ernte. Müsste man einstreuen. Und Schweine sind ja noch... Waren die Schweine schwieriger oder waren die... Schlimm ist, wir können ja auch nichts einkaufen. Hm. Feldfrüchte, Rettich, Felder kaufen, Mäh, Gras und Heu. Heu hat eine leicht hellere Farbe. Okay, gut, das habe ich damals auch noch nie so richtig kapiert. So, Pflege. Ja, muss alles gereinigt werden. Okay, da müssen wir die Maschine haben, müssen wir Wasser haben und eben den Einstreuer. Schweine. Schweinefresser sind große Vielfalt. Mais, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Soja, Kartoffeln, Zucker. Kühe. Kühe fressen frisches Gras. Das kriegen wir hin, glaube ich. Heu und Silage. Oder Silage. Und Kraftfutter.
Totalmischration. Für das. Okay, aha. Okay. Ja, Schafe sind das Schwierigste. Grasenteu. Obwohl. Schafe fressen Ausgr also nur Gras. Das heißt, wenn sobald wir Gras haben, könnten wir. Also wir planen jetzt mal die ersten Tiere. Wir können ja Kredit aufnehmen und nach abzahlen. Aber wir brauchen dann einen Trecker mit Frontlader. Oder wir holen uns den hier. 60.000 plus Palettengabel. Gut, die sind 800. So. Und dann brauchen wir Feldhäcksler, Schneider, Kartoffel, Rüben, Kipper, Überlade, Flüge, Kuba, Seespritzen. Miststreuer. Nee, Gülle, nein, Spiel. Was? Sprich, was ist denn das? Entfernst Unkraut von den Feldern. Alles klar, das kenne ich noch gar nicht. Da gab es ein Riesen-Update. Hä? Ich habe es ein großes Update, wenn dann. Was ist denn Zwender? Vom Wenden von Gras. Schwalbe benutzen Gras, Heu oder Stroh. Achso, ah, okay. Ladewagen. Ich weiß nicht, Mengen. Achso, nee, es ist ein Mod. Ja gut, hier sind ein paar Mods drauf. Kettensäge. Feldradler, Teleskoplader, JBL. Da könnte man uns eigentlich auch mit einer Palettengabel. Ah, der kommt nicht so hoch. Dann können wir nirgendwo auf den Anhänger. So, Tiere, da brauchen wir hier fürs Wasser. 9,5. Gut, das geht. Einstreuerladen, Strohballen. Ne, Kuhstall. Also nur Kuhstall. Gut, da braucht man den auch nicht. Also, weil ich das weiß, wir brauchen nur den Futter. Also theoretisch könnte man sich scharf halten. Ich glaube, das tun wir mal im nächsten Part mal überlegen und die ersten Sachen so machen. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, ob euch das Ganze gefallen hat oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Menzi. Ciao, ciao.